Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Mermaids Swampy 93. Und ich denke, in diesem Teil werden wir das Spiel beenden, und zwar mit den letzten verbleibenden beiden Enden, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Einmal das Ende, wo jetzt die Yuka und der Yuta leben, der Saito aber stirbt, das würde ich jetzt wahrscheinlich als erstes machen, und das Ende, wo dann alle überleben. Und ich werde auch gucken, ob ich jetzt noch bis zu 80% kriegen kann. Okay, jetzt kommt er, Saito. Hier wäre das ein Achievement. Ich akzeptiere sein Angebot, bei ihm zu bleiben. Und wahrscheinlich wird es dann böse enden. No, nothing. Can't really tell. What's up? I'm so scared. Hold me in your arms. Herr Schütte, Schütte, die wird sogar rot. Sie wird sogar rot. Also, wenn den wirklich nicht mal mögen würde, wink, wink, würde sie nicht so rot werden, oder? Also rot vor Wut. If two of our friends getting messed up and not being able to go anywhere, I don't know what to do anymore. Der Text verändert sich auch nicht wirklich. Getting messed up, ob sie nun sterben oder ob es ihnen einfach nur schlecht geht. Es wird sich nicht ändern. Saito. Please stay by my side. Mal sehen, was passiert. Beim letzten Mal habe ich widersprochen, except. Oh. Can't help that, huh? Alright. I know I can be a real pain sometimes, but I swear I don't hate you or nothing, so. Och, da kommen die Gefühle hoch. Oh, Entschuldigung. Let's go back to the main mansion. This place is all dusty and dirty. Right. Du Betrüger, du. Oh, hat er mich jetzt in den See geworfen, also in den Sumpf geworfen? Ah. It's a dream again. A dream in the water. Ich glaube nicht, dass es ein Traum ist. No, wait. This isn't a dream. I can't breathe. Ja, er trinkt sie gerade. Somebody, help! Saito! Ich glaube, Saito macht das gerade. Ach, er trinkt die in der Wanne. Game over. Yo! Deshalb Underwater. Deshalb das Achievement Underwater. Alter, was ist denn mit dem los hier? Ernsthaft. Resümee. Und was sagen die Goals? Das hat jetzt 2% gebracht, oder? Ich glaube, ich werde wirklich am Ende nochmal in das erste, nochmal neues Spiel starten, ja? Und werde eines dieser früheren Achievements machen. Da muss ich einfach dann durchklicken. Wobei, es heißt ja Completion to Unlock Downloadable Bonus Art. Ich glaube, das werde ich für mich machen. Vielleicht Bonus Art. Das könnt ihr vielleicht für Thumbnail nehmen. Und dann habt ihr einen kleinen Teaser, was ihr kriegt, wenn ihr euch bemüht. Und ansonsten würde ich aber die anderen Extras zeigen. So mache ich's. So mache ich's. Hehe. Escape Impossible und Return It. Das sind zwei Sachen, die ich jetzt noch kriegen könnte. Und wenn ich da viele Punkte kriege, dann könnte es klappen. Okay, also jetzt soll ich versuchen, ihm dann zu entkommen. Aber da würde er mich wahrscheinlich auch nur hin... Würde er wahrscheinlich Huachuk die Axt schmeißen, wie im Wettkampf, und mich dann von hinten aufschneien. Und dann will ich ja die beiden Enden noch zeigen. Eieiei. Es ist wirklich das letzte Mal, dass ich mich so reingehängt habe, um alles rauszuholen aus dem Spiel, von der Story und so weiter, das war bei The Sandman. Ich glaube, weil mich vielleicht das Spiel auch einige etwas, weil mich das Spiel auch an The Sandman erinnert. Wir wissen, um was es geht, also irgendwie um die Meerjungfrauen, und in Sumpf war halt auch dieses Mysterium, warum das passiert und wie man da das wieder in Ordnung bringt. Ja? Und die stay by mir. Nö! Vergiss es! Doch nicht mit dir! Du Silberrücken-Gorilla! Such an ignorant girl, da kommt die Axt, ach jebidi! Stay back. Yeek. Da speichern und... Komm doch. Okay, so kann ich ihm nicht entkommen. Autsch. Escape impossible. Muss es nur Game Over gehen oder muss ich rausgehen? Muss ich da rauskommen, damit es klappt? Ich muss wahrscheinlich versuchen, durch die Tür zu gehen, oder... Na, wie soll ich...
Wie soll das klappen? Ich meine, dass die Flucht unmöglich ist, das habe ich verstanden, aber wie soll ich zur Tür hinkommen? Weil der läuft ja immer nur in der geraden Linie. Der läuft in der geraden Linie. Gibt es hier einen Raum, wo ich eine Kehrtwende machen kann? Mir fällt da nichts ein. Wenn ich in den Raum reingehe, wo die Cutscene beginnt, das wird ja auch nichts bringen, oder? Ich versuche mal einfach auf diesen. Nee, es ist Tatsache. Ich habe gedacht, der läuft irgendwie nach oben, aber nein. Ich will das versuchen. Ich will das versuchen. Wobei, muss ich das eigentlich? Weil, wenn ich das jetzt nochmal neu spiele. Ach, wisst ihr was? Da bin ich jetzt wirklich ein kleiner Achievement Hunter. Ah! Er macht doch eine kleine Kurve, aber erst ganz am Ende, bevor er mich erreichen würde. Okay, das heißt, wenn ich da schnell bin und dann nach oben laufe und an ihm vorbei, sollte es klappen. Okay, da haben wir jetzt auch wieder was getestet. Auch wieder was herausgefunden. Okay. Ah! Ausgetrickst hier! Du Lappen! Ella-Badge, Ella-Badge. Woo! Ach, denkste, gestolpert. Mit dieser eine Kante gestolpert, wo das sonst nie passiert wäre. Ach du, ach hör mir doch auf. Gut, jetzt haben wir das Achievement. Wunderbar. Oder gucken wir mal, ob ich es auch wirklich habe. Hey, mir würden nur noch 3% fehlen. Vielleicht kriege ich sogar hin am Ende, wenn das Return-It wirklich 3% machen würde. Hihi. So. Na komm her, du. Komm her, komm her. Dodge. Dadurch würde jetzt ja der Saitaro sterben, weil er runterstürzt. Ich wollte es zunächst nicht machen, ja, dass ich das zeige, aber wenn es ja jetzt so kurz vorm Ende ist und da passiert ja nicht mehr viel. Safe. Mache ich das mal beim Neuner. Da jetzt ja nicht mehr viel fehlt, mache ich das jetzt einfach mal. Dann habe ich wirklich alle Enden gezeigt. Hier. Nö. Falsch. Hier was. Aber auch hier der Zu. Wie es der Zufall will, dass die Axt auf ihn drauf fällt. Weil ich meine, die Axt ist ja. Diese. Weil die Axt ist ja eigentlich nach ihm. Also unter ihm. Ne, vor ihm gefallen, oder? Ja. Weil was wäre jetzt anders? Weil der Jutta würde sich ja nicht selbst mit der Rin das Leben nehmen, oder? Also was würde passieren, dass sich die Rin vielleicht das Leben nimmt? Vielleicht. Saitaro, what you doing? Das kennen wir schon alles. Annex, Saitaro, away! Away, I say! You have to find a man, we get out of here. Don't be ridiculous, come over here. Kennen wir schon alles, kennen wir schon alles. No, I can't do this alone. Please let me help. Saitaro is ready to be a good Rin for once in your life. And listen! Don't leave me alone. Obwohl sie nicht komplett alleine wäre. Such a stupid girl. Just live. Ganz ehrlich, dass eine Person erst sterben muss, um ihre Gefühle dann richtig zu zeigen. Saitaro, wait! Blablabla. Tut mir leid, dass ich da jetzt sehr emotionslos darüber gehe, aber ich kenne das ja bereits. Trotzdem ist es nicht schön. Möchte es selbst nie erleben. So. Weil jetzt würde ja, beim ersten Mal, wo ich das gesehen habe, war sie ja komplett alleine. Jetzt würde vielleicht der Saitaro dazukommen. Nicht der Saitaro, Entschuldigung, der Yuta. Saitaro. Da kommt er gut. Rin? What are you doing there? Hä? What's the. This is blood, isn't it? Why is there a trail on the ground? Hey Rin, what happened? Why are you soaking wet? Saito is dead.
No joking around now. Why would Saitoro be dead? He took an axe to the stomach. He said he didn't want to die like that, so he... No. No way. Saitoro. I couldn't reach. Saitoro sank into the water. I reached for him, but... Na gut, auch wenn sie ihn jetzt rausgezogen hätte, hätten sie ihm wirklich helfen können mit einer Axthunde im Magen? Ich glaube nicht wirklich. I'm sorry. I'm sorry. Saitoro. Hm? Rin, I'll fix the car. We'll be out here in no time. We'll be home. It's okay. We'll definitely go home. You and me and Yuka too. So, don't cry. Oh, wie er versucht, sie jetzt auf andere Gedanken zu bringen, hä? Gotta do something. Have to get out of here soon. Da haben wir sie Wristwatch. Und jetzt muss ich ja... Mal sehen, genau, Escape. Die Map kann ich nicht lesen. Maybe if I go to the study. Also so weit ist es ja jetzt noch so, wie wir das kennen. So, Study Room. Mal sehen, was passiert, wenn wir dann mit dem Yuta hingehen. Ob wir da überhaupt hinfahren oder ob das dann vielleicht dann auch wieder was Neues offenbart. Hm, könnte ja auch sein. Das ist wirklich nur... Wobei, doch, mit dem Saitoro sind wir ja hingefahren, aber danach sind wir ja zurückgefahren und haben uns dann selbst das Leben genommen. This is all the men to the south, which means the mark on the map is to the east. Über den Sumpf. Und da brauchen wir das Boot, um rüberzufahren. I can use this, of course, zum Glück ist es befüllt. Wisst ihr, auch wenn es Rollen hat, dass sie das alleine dorthin ziehen kann, die muss hier Muckis haben, oder? Ich meine, das ein Boot wiegt ja eine Menge. Da kann man nicht das einfach mal alleine hinziehen. Reinfahren. Sagen wir dem Yuta nicht Bescheid. Komisch. Hätten wir dem Yuta Bescheid... Ich habe ja zum Glück abgespeichert. Hätten wir dem Yuta Bescheid sagen sollen? Ist der Kommentar ist weird. Oh, oder es passiert das Gleiche wie in ihrem Ende, wo sie komplett alleine ist und mit dem Yuta und der Yuka passiert noch irgendwas. Guess I'll go in. Das könnte auch sein, dass wir einmal ihre Perspektive sehen und einmal die Perspektive vom Yuta. Bei denen hat sie ja jetzt alleine gelassen. Chili Chili. My body is freezing. What the hell is up ahead? Ich weiß, dass du da versteckt bist. Der ist wahrscheinlich nie irgendwo hingegangen, der Tsuchada. Hä? Geschlossen? It's locked? Das war aber beim letzten Mal nicht. What do you know? It's locked. Now quit playing around. Open up, you. You're hiding something in here, right? Ich glaube, die hat nur ein bisschen hier. Guck. The damn mermaids just won't let us go. That's why we've been looking and looking for a stupid map. And thanks to my screw-ups, Saitoro had to die. So then, why? Why won't it open? I said open! Open! Open up! Let us go home! Ich kann keine Mädchenstimme sagen. Tut mir echt leid. I'm begging you. Open the door. I wanna leave this place. In einer Höhle. I promised we'd all get home. I told Saitoro. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, dass der Saitoro, auch wenn jetzt nur der Saitoro stirbt, es trifft sie viel härter als der Tod von dem Yuta. Warum hat sie jetzt blutige Fingernägel? Hat sie an der Tür gekratzt? Rin, so that's where you were.
It's getting windy. It might start raining soon. Come inside and rest, Rin. Ach so, das war nur die Blutspur, hä? Ich glaube, die hat was anderes vor. Saito? Was? Halluziniert sie jetzt? Hä? Saitoro! Oh, was ist er? It's Saitoro! Saitoro? What are you talking about? Earlier you told me Saitoro dove into the swamp. What are you talking about? Look, the fox is sick, but across the swamp, Saitoro's over there, isn't he? Die halluziniert wie sonst was. Saitoro, so there you were. Sorry to keep leaving you behind. Hey, Rin, what's the matter? I don't see Saitoro or anything. Get a hold of yourself. That's right. Saitoro. He must be lonely, being alone in the swamp. I'll go meet him. Rin! Yuta. You go home with Yuka. There's no more hope for me. Sorry. Wieso für dich keine Hoffnung? Rin! Hey, Rin, hold on. I go help. Was? Hä? Wer hat geschossen? Tsuhida! Wo sind Sie, die alte Sau? Aha, er kennt ihn. Das ist sicher der Tsuhida, oder? Der Mr. Tsuhida hat auf ihn geschossen. Beauty shall remain beauty. Secrets will forever sleep in secrecy. Oh, den Spruch kennen wir doch. As it should be. Und was passiert jetzt mit der Yuka? Völlig allein. Ach du liebes bisschen. And secrets. Das war jetzt doch mehr, doch ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Wir haben nicht mal die Tür aufgekriegt. Moment. Ab der Stelle, wo ich ihn rette, das war bei Safe 5, genau. Okay, also, jetzt gehen wir die letzte Route, wo alle überleben. Wo jeder leben wird. Wo wir das Geheimnis aufdecken werden. Don't dodge. Von wegen! Ich weich nicht aus. Ich mach ja... Bam! Das Bein in den Magen. In die Magenhöhle. Jaha! Tja, tja. Ja, ja. Hear me. Don't you dare lay a finger on me. Nicht hier. Hm, was hab ich gesessen? Hm? A crap, he's passed out. Whoopsie daisy. Das machen Schritte und Tritte. Saitoro. Das müsste jetzt ja soweit gleich sein. Ouch. What the hell, Ramazaki! Hold on. I think my headache kept getting worse and I couldn't even sing anymore and then I was. And actually, I was carrying with this and I tried to. Das würde ich auch wirklich verstehen. Die Frauen, also es ist wirklich so, die Mädchen, wenn die vom Fluch befallen werden, die werden dick, die schwellen an, ja? Und ich glaube wirklich bei den Männern, der Fluch hat dann die Auswirkung, dass die halt so wahnsinnig werden. Dass sie verliebt werden in das Mädchen, was sie wirklich lieben. Hm? Dass sie verrückt werden und dann auch verrückte Dinge tun. Der Yuta über die Yuka und der Saitoro über die Rin. Was ja auch bedeuten würde, dass die beiden sich hier... Dass sie hier aber seine... Der Eich-Saitoro was holding. Alles klar, letzte Möglichkeit, letzte Route. Aber ich denke, das wird jetzt nicht mehr so viele Minuten in Anspruch nehmen, deshalb heute extra langes Video. So. Got a something. Boiler room. I'm in a boiler room, I find this power generator thing. I'm in the house, I have a boiler room. I don't know, there's water here, but I'm in the house, I'm in the house, I'm in the house, I'm in the I have to check that later. I'm in the legend. I don't know about the way, what I think, if I anything about it, which was a little bit so, and here you get a good deal, and it's not really good, but I have my name, and I'm going to come to you, 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 and I'm
And then I love the weird bits to it. Weird bits, legends like this, I usually made it. I don't bring people in background, keep them away. I cannot believe speaking like couples who came to the late stage together forever. I can't believe this is the rest of the same way. One of the people's letters we pass them, and this is my letter. Thank you, it's a couple of others, but I'm like, this is a strange address. Ja, ich versuche da jetzt durchzugehen. Das kennen wir alles. Wouldn't come in the first place, as a fellow, but don't make me, but you have to make a dance, so keep them away. You really don't want them to swim in the warm, and why make a life, but I'm not saying, my man, I'm going to go, so I'm going to just fine. And then I'm all set up. Because of the kind of my career, kind of went from the nearby bridge, and this was a lot more, why we're getting fired, I had to go watch about me, again, my office is famous, it's right, I have a guess about it, I forget it, you got a point. It's a good thing, I'm going to be a very good thing, I'm going to be a very good thing, I don't know. Ich habe das jetzt extra nur so gemacht, nicht, dass doch nochmal was Neues gesagt wird. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. So. Also. Was ich jetzt noch tun kann, ist nochmal die Karte mir anschauen. Oh, ich kann die Karte nicht lesen. Aber vielleicht kann der Saitoro mir helfen. Ich musste am Sumpf stehen, damit sie das mit der Karte sagt. Sorg mir mal was, Swamp Map. Ja, ich kann mal so herbei, auf anderes Bein, was du nach, ich kann mal so herbei, auf anderes Bein, was du nach, ich kann mal so herbei, auf anderes Bein, was du nach, Gott, thanks. Thanks very much. So. Alles klar. Also. Wisst ihr, es wäre wirklich sowas von passend, wenn das letzte 3% geben würde. Ich glaube aber nicht, dass es der Fall ist. Okay, Items, Wristwatch. Look at this, look at here, look at that, it's over there, alles klar. Nun die Frage, wer wird mit uns zusammen hingehen? Wird es der Saitoro sein? Wird es der Yuta sein? Werden es alle sein? Alle beide, werden sie mir helfen können? Weil der Suchida, der versteckt sich irgendwo hier, dort oder da. Und der wird da versuchen, was zu machen. Safe. Und los geht's. Rin. Okay, Saitoro, what is it? Going to the spot on the map, right? I'm coming with you. Wouldn't want you taking a dive again. Ah, shut up, buddy. Kommt der Yuta auch? Nein, anscheinend nicht. Aber jetzt Die Yuka und der Yuta sind jetzt noch da. Das heißt, sie hätten auch wieder einen Grund, weiterzumachen. Auch wenn sie hier dann Probleme haben, weiterzukommen. Count here's weird. Great, looks like we can remove it. I see something below. Looks like there's a ladder going down. So weit, so gut. Ich sage euch, das Dynamit, was du an das stellst, das muss auch für irgendwas sein. Screw you too. Hä? Hey, broken lantern. Oh. Ich kann hier nicht mal speichern. Interessant. Shiver, shiver. What's up? Cold. I got so cold all of a sudden. I'm freezing. Genau, der Unterschied ist auch, jetzt wo der Yuta und die Yuka leben, hat die Rin keine Wut mehr auf die Meerjungfrauen. Deshalb würde sie wahrscheinlich ihnen lieber helfen wollen. Und ich glaube, ich muss diese Haarnadel dorthin bringen, oder? Ich wette darauf. Da haben wir sie. Die vermeintlichen Meerjungfrauen. Monster? It's just a corpse. Ah, da! No, wait. It's just a corpse. A woman's corpse. Das ist neu, das hat er beim letzten Mal nicht gesagt. Da haben sie drum gestritten. Das sind keine Meerjungfrauen. Das sind keine Meerjungfrauen. Doch, das sind Meerjungfrauen. Jetzt sagt er, das ist eine Leiche einer Frau. A corpse? You liar. Something that huge and gross can't be. And wouldn't the corpse be rotten? It's not an ordinary corpse. It's preserved with adipose here. Ach, das ist diese Flüssigkeit. Die wurde mit dieser Flüssigkeit vom Verfaulen bewahrt. Ah! Seht ihr, jetzt kommt was zusammen. Say again? It's a non-decaying corpse kept from open air and germs. The body hardens up and won't fall apart. Ah! Now I get it. I see what that mermaid legend is all about. Wirklich? Erklär's mir! You do? Dann erklär's mir! Jetzt kommt's. Why is it we don't believe in the legend? Because, of course, mermaids don't exist. That's right.
Oh, die Musik. There's no such thing as a mermaid. So we don't believe a mermaid legend. What if it wasn't a mermaid? Huh? What if it wasn't a mermaid in that legend, but just a regular woman? Das heißt, sogar in der Legende war es nur eine Frau, die sich verändert hat? Hä? What I'm about to say is just a guess. But I think if we were to fit the mermaid legend into reality that we can believe, it would go like this. Oh, die Musik, oh, die ist spannend! A man did abduct lying upon the seashore, a mermaid of clearest skin and scales, and thereupon did she live within his fish preserve. A man living in the mountains finds a beautiful girl on the beach, maybe a shell diver, or just going for a swim, also er hat nur eine Schwimmerin gefunden, okay. The man falls for her and abducts her to his home. He fell in love with her in the water. So he has her live in a fish tank to recreate it. Ach, er hat sie also in einen Fischtank getan, um den Moment zu rekonstruieren, wo er sie getroffen und sich in sie verliebt hat. The muddy swamp water brought horrible swelling to her fair skin, tore from her scales, and devastated her melodic voice. The fool's hopes were in vain, and he brought only death upon her. Always living in water drops the girl's body temperature, so she dies. Must have felt like being strangled with flaws. Her body froze, yet she wasn't allowed to leave the water. Also sie hat gelebt, aber sie konnte halt aus dem Wasser nicht raus, und wenn man zu lange im Wasser ist, dann stirbt man. Wegen Temperaturschwankungen. So, that's how this corpse was made. Oh. But wait, why leave the corpse like that? And why the preservation thing? And why are there five of them? If you let a corpse soak in water for a month, it'd normally be falling apart by then. It's hard to get the right circumstances for a preservation. Also wenn man sie zu lange im Wasser lässt, würde sie zerfallen. Aber, but these corpses are barely damaged at all. They were purposefully preserved right as the body started swelling. Ah, natürlich, der Körper würde ja durch das ganze Wasser würde er dick werden, weil er sich vollsaugt. Und ab dem Punkt hat man mit der Bearbeitung begonnen, dass der Körper so bleibt. Preserved purposefully? You found those old documents, right? About a medicine to stop germs from spreading. Stimmt, da war was! What if it was from making these preserved corpses? Oh. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. The plumbing here probably goes to the boiler room. That's why all that was made to continuously pump germicide into all these tanks. Das ist das, was in diesen Behältern sind, diese grüne Flüssigkeit. They loved them, even bloated and ugly like this. In fact, perhaps this is what they loved most. Loved these corpses? Necrophilia? Gibt es? There's some strange people out there, and they have some strange preferences. They know better than to talk, and no one else will ask. Perhaps that man couldn't let the girl go after she died. He couldn't watch her rot. So he took desperate measures to keep her here like this. But maybe that eventually became his goal. For the deaths of that mermaid's wrath, he suffered the love of many a young girl. And this is why. Moment, weil er das Mädchen verloren hat, will er das andere auch so leiden? What you mean? Ja, sag's mir! I did think it was strange. The mermaid's curse taking girls from the village. That's targeting the wrong people. Deshalb hat es nicht die Mädchen der Familie befallen, weil natürlich wollte die Familie nicht, dass ihre Kinder befallen sind. Moment, soll das bedeuten, es gibt gar keinen Fluch und der Tsuchida hat vielleicht seine Ex-Frau und die Kinder selbst getötet? Oh, das ist abgefahren. Aber im negativen Sinne. Just one wasn't enough, I bet. The one in the legend was the first, and since there are five tanks here. These women are Ophelias to the Tsuchida men.
They admire the sight of a woman drowning in the water, to the point of being the ones to drown them. Oh, jetzt dieser Übergang von den Gemälden in die Realität. Ach, du liebes bisschen. That's crazy. Those women were abducted for that? But if this is the truth of the mermaid, I don't get it. Why did they share the secret with the public? There's no point creating a legend that exposes it all. It's ever repulsive. Sie hat was gelesen. Was ist es? The women. The Tsuchida women. Sie wäre rausgegangen und hätte das erzählt, was die hier tun. Sie wusste davon. Sie wusste davon, was hier den Mädchen angetan wurde und sie wollte. Und der Tsuchida hatte Angst, oder eben der Mann hatte Angst, dass die das verrät und deshalb hat er diese Legende erfunden, weil es ja dann niemand glauben würde. Hä? If the male relatives were of stealing girls, wouldn't the Tsuchida women find out about it? They absolutely loved the man, but couldn't stop it. They were frightened of being made mermaids themselves. So they made the mermaid legend to keep people away. Then at least now outsiders would fall victim. Ach so, nein! Die Frauen haben diese Legende erschaffen, damit keine Frauen von außerhalb, die ja die Zielobjekte wären, dass die dorthin kämen. Oh, I see. Es macht alles Sinn. That seems to sum up this whole mermaid legend. But what does that tell us really? We don't know how to help Yuka or how to get out of here. Kann es sein, sie sieht so aus, wie sie ist, weil es ist zwar ein Fluch, aber es ist kein Fluch der Meerjungfrau, sondern es ist der Fluch, eine übernatürliche Kraft dieser Mädchen, die wollten, dass das Geheimnis gelüftet wird. Das ist schon cool. Das Spiel heißt Mermaid Swarm, aber letztendlich sind es keine Meerjungfrauen, sondern es ist nur Teil einer Legende. Eine Verschwörung, ein Geheimnis. Let's head back, Rin. Seems finding a map and getting out of here comes first. Moment, die Haarspanne. Halt! Return me. Hey. Hm? Stop it, please. I don't know where you even came from, so I can't return you there. Die Haarspanne, die Haarnadel. Let us be free already. Return me. To the earth. Hä? To the earth? Sie wollen aus dem Wasser raus. That's right. You're not mermaids, just normal women. Having this hideous appearance, you must hate it. I do what I can. Erstmal die Haarnadel. Ja, 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 da haben wir's. This hairpin, it must belong to one of you, right? I'll return it. I wish I could put it on you, but sorry. 80%! Yes! Wunderbar! Ah, das ist ein perfektes Ende. Ich habe alle Enden gesehen. Ich habe 5 large fish tanks, something is inside each. Und das ist dieses Gemicides-Zeug, oder? Ja. Und deshalb das Dynamit. Wir begraben sie. Sie werden wieder Mensch sein. Dynamite. That's it. If we use this. You want to do what? Fill in this cavern? Here, this has detonator on the side, right? Things that do the trick? The fuse is way too short. There's no time to run, so you will be buried alive. Now stop being stupid. But I wanna do something about this. If it were me, I wouldn't want to look like that forever. So I want to be returned to nature, for someone to save him. Please help me out, Saitoro! No way. But you do it no matter what I say, won't you? Ah, you really never listen.
I managed to attach some extra fuse, but it'll be 10 seconds tops before it blows. We have to go to get out to the surface before then. Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Rin, you read up above. I'll be here too. I suggested it, so I'm not leaving it to you. Fine. Run like hell when I light it, okay? Let's go. Hilfe! Hab ich's geschafft? Ich glaube, ich habe nur noch Sekunden. Puh! Sauberes Loch. The grunts caved in. That should fill up that cavern. Das Grab der Meerjungfrauen. Rin, what's wrong? Were you hurt? Huh? Oh. Tears? Lass mich raten, das sind die Tränen der Mädchen. Sie hatte irgendwie eine Verbindung zu ihnen, eine übernatürliche Verbindung. Deshalb diese Träume, deshalb diese Informationen. Die Mädchen wollten von ihr gerettet werden. They're not my tears. Aha. They're warm. Freudentränen? The girls. Ah! Mein Gott, das gefällt mir so gut. Das gefällt mir so gut. Ja, ich werde jetzt gleich dann noch mal ein Resümee abgeben. Well, I wonder what happens next. Rin! Old man! Sorida! Haben Sie uns was zu beichten? That odious basement. You filled it in, then... You damn old coot! Jetzt hast du auch das Recht, ihn so zu nennen. You know all about this, right? About those people? And you still invited us here? The mermaids feared our entire family. They loved us and could not seek our help. So they needed someone to seek help from. They've long been waiting for an oblivious third party like you. Mr. Tsuhida, tell me, did you cut the phones and turn off the power so we couldn't contact the outside world? Yes, that is correct. You were in that village all along, right? When I went there too, you were there? I assumed to keep anyone from talking? Yes, also right. Then why didn't you do anything? It's your family that did all this. Couldn't you hold a funeral or something? Stimmt, wieso hat er sich verweigert, da zu helfen? Warum ist er einfach nur weggegangen? The mermaids fear us. They had never sought help before. But what my ancestors did was terrible. I wanted to make up for it somehow. But I knew no mere monument would save anyone. Yet I could not let go of the girls. For I loved them myself, oh je. Der war also genauso wie seine Vorfahren. So awful and repulsive. Those mermaids too beautiful for this world. Echt, die haben Fetische. Ich meine, jedem seinen Fetisch, aber sowas, wo andere Leute darunter leiden, da ist doch... Nee, das geht doch nicht. You damn foggy. I'm turning you into the police. Stop, Rin. It's not like this old man killed them. The Statue of Limitations is probably up. Also die Zeit, in der Fall noch nachverfolgt wird. The fog is starting to clear. Gave Mr. Utah a map to the highway earlier. It should be easy to descend the mountains now. Mr. Tsuhida, what are you going to do now? I suppose I'll mourn through the short remainder of my life. Also, for the man taken by delusions, the departed mermaids, and above all, for my family.
Das heißt, er hat seine Familie doch nicht getötet, sondern sie sind wirklich in einen Unfall geraten. Es war nicht seine Schuld. Jutta! Oh, Rin, Saitaro. Listen, the engine works now. Was für ein Zufall. Oh, and the old man came back. Look, look, he gave me a map. Now we can finally go home. Was ist mit Yuka? Alright, Jutta. Help me carry Yuka. We leave as soon as we can. Geht's dir gut? Oh wait, we should go thank the old man. We already done that. Don't worry. Come on, let's go. Geht's der Yuka gut? Bitte, bitte sagt mir, dass es ihr wieder gut geht. Wahrscheinlich sobald sie den Platz verlassen. Alright, much easier to see now. We'll be off the mountain in 30 minutes. We better find a hospital quick. Hm? Yay! Yuka! Es geht ihr wieder gut! Och! Ja, mach die Augen auf! Na, der hast du ja mal eingeschlafen, hast du. Der hat den ganzen Trip verschlafen. Rin? Hä? I. You. Ja, fall dir um den Hals! Yuka! War ja klar. Kommt jetzt noch was? War das das Ende? We went down the mountains to a hospital, but there was nothing wrong with Yuka. Yuka says she doesn't remember anything. Except that she was dead. Yuta's bike and Yuka finally. He wants to have one with GPS, so he's working hard at his job, but I'm never gonna travel with him again. Saito was taken to calling me an ape woman. I guess that's an upgrade from Yama Monkey. How mean can a guy get? Oh, and I... Sie hat keine Träume mehr? I don't have any lonely dreams about being cold in the water anymore. So haben sich die Mädchen gefühlt, hä? Und das End Underwater Dream. Bravo! Bravo! Heieieiei. Jo, meine Damen und Herren, das war das Finale von Mermaid Swamp. Oh, kommt noch was? Oder sind das die Credits? Oh, die Musik kenne ich. Das habe ich mal im Musikunterricht gehört. Ich weiß nicht mal, wie es heißt, aber ich glaube Underwater Dream oder so ähnlich. Also ich weiß, es ist aus irgendeinem Musikstück. Och, das passt ja wunderbar. Also mein Resümee zum Spiel, das ist schon... Und glaube ich, es ist zwar ein Horrorspiel, ja, und anfangs gab es natürlich diese Horrormomente, weil man nichts verstanden hat. Das ist die Sache bei Horror. Man fürchtet das, was man nicht versteht. Je mehr man aber jetzt versteht und je mehr man aufgedeckt hat, desto weniger Horror wurde es und es wurde vielmehr ein Mystery-Spiel. Und das ist auch, glaube ich, das, was mir, wie gesagt, auch wie bei The Sandman gefallen hat. Es wurde vom Horrorspiel zu einem Spiel, wo man einem Mysterium nachgeht. Wieso ist es so geworden? Weshalb haben Leute das getan? Und wie gesagt, und ja, das Spiel Mermaid Swarm, es hat sich letztendlich herausgestellt, es waren keine richtigen Meerjungfrauen. Es waren Frauen, die gegen ihren Willen da gehalten worden sind in diesem Zustand, aber wie konnte sie es sehen? Wie konnte sie diese Träume haben? Es hat wohl doch was Übernatürliches zu tun. Es hat doch was damit zu tun, dass die Geister dieser Mädchen ruhelos waren und durch was Übernatürliches konnten sie sich mit der Rin in Verbindung setzen und konnten ihr die Tipps geben, die sie brauchte, um ihnen zu helfen. Das ist schon cool, das ist schon cool. Hä, so eine schöne, wirklich eine schöne Mischung aus Horror, Rätsel, Story, Mysterien und einfach dieses Auffinden und wie gesagt, und dann auch am Ende. Am Ende, wo dann der Saitaro alles zusammengefasst hat, wie er die Legende in die Realität umgebracht hat. Also ich sag mal so, abgesehen von diesen Träumen, ja, die Rin hat und wahrscheinlich auch diese Sachen mit, oh, der Saitaro und der Yuta verhalten sich jetzt auf einmal merkwürdig. Abgesehen davon hätte man das wirklich in einen schönen Krimi umbauen können, dass einfach dass dieser Fall mit den verschwundenen Mädchen, die wurden halt da entführt und dann... Wie hätte man das in einen Krimi umbauen können, dass irgendeine Person, die darüber Bescheid weiß, versucht, ihnen Hinweise zu geben, ohne aufzufliegen? Aber das war wow, also... Echt, abgesehen von den Strange Man Series war das erste Spiel, was ich jetzt... Das erste andere Spiel, was ich von der Uri...
Oder ist es, ich weiß gar nicht mehr, ist es ein Mann oder eine Frau? Ich glaube, es ist eine Frau. Ich glaube es, weil am Ende von The Boogeyman findet man da ein, so kann man sich da mit den Charakteren unterhalten, die sie gesprochen haben, in der Version, wo man Stimmen hört, und da ist, glaube ich, die Uri eine Frau, glaube ich. Aber wirklich, dieses Horrorspiel, das war richtig gut. Ich war wirklich so drin gewesen und habe wirklich jedes Ende versucht zu kriegen, weil ich einfach wissen wollte, wird da was Neues aufgedeckt, ja? Gut, schauen wir uns mal die Bonis an. Bitte, Download Bonus Illustration. Yes, few paintings. Ach, jetzt kann ich mir all die Bilder anschauen, die es da drin gibt. Ah, da haben wir das komplette Titel, The Garden of Earthly Delights. Artist Hieronymus Bosch. Oh, das ist nice. Titel Mermaid, Encyclopedia of Fish, Artist Brian Bowie, yeah, unknown. Ophelia Alexander Cabanel. Titel Ophelia, eieiei. Gut, listen to music. Pervane for a Carnival of the Animals, Aquarium. Ah, ja, doch, ich glaube, ich erinnere mich, einmal in der Schule haben wir, glaube ich, zu der Musik was gemacht, was mit Bildern in Kunst Time Passed. Aha, Furnace Main Titles. Aha, Grand Black Tower. Unheimlich, Pervane for a Dead Princess. Moment, das klingt wie eine Musikbox. Gab's denn eine Musikbox? Views, Scene, Illustrations. Oh, na, die ist ja perfekt. Car Ride, Eye, Swelling, Return Me. Da hätte ich ja meine ganzen Thumbnails nehmen können. In the Swamp, Back Alive, I'm Sorry, Torn, Yuka's Death, Approaching, I Want You to Live, Outstretched Hands, Underground Mermaid, I Ate It, Awakening, Confession, Tears, Splitting Sound, Together. Nice. Alles klar, das mit den Downloadable Bonus Illustration. Das mache ich, glaube ich, danach und dann mache ich... Ah nee, wisst ihr was, da werde ich keinen Link setzen, weil das soll man sich verdienen. Ich hab's mir verdient, ich hab's geschafft, jawoll. Und ja... Wie gesagt, das Spiel hat mir auch richtig gut gefallen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie auf der Suche sind, wenn Sie auf der Suche sind nach einem sehr schönen Horrorspiel oder allerlei schönen Horrorspielen mit einer schönen Story verbunden, dann kann ich Ihnen, ich glaube, diese Seite, wo ich die ganzen Spiele mir runterlade von Wuri und so, die würde ich mir dann, da habe ich nämlich was gefunden, da habe ich da mal recherchiert, konnte ich auch die ganzen anderen Sachen finden, ja. Das werde ich mal verlinken und dann können Sie vielleicht dann auch mal selbst schauen, ob Sie was finden, was Ihrem Geschmack zusagt. Das war nämlich auch auf einer Seite gewesen, die diese ganzen Spiele übersetzt hat. Uri ist ja normal, das ist ja eigentlich normal japanisch, ja. Aber auf der Seite, wo ich es runtergeladen habe, kann man es sich in englischer Sprache eben runterladen. Also englische Texte und da gibt es allerlei Sachen. Da gibt es Horror, da gibt es Adventure, da gibt es RPG. Ich denke, das werde ich verlinken. Und ja, wie gesagt, ich habe da ja auch ein anderes Spiel von der Uri gefunden. Ein wohl wirklich ein richtiges Horrorspiel. Das hieß, glaube ich, Paranoiac oder so ähnlich. Vielleicht spiele ich das danach. Und dann hätte ich nämlich alle Spiele Let's Play, die Uri bisher gemacht hat. Oder von denen ich zumindest gehört habe, die übersetzt worden sind. Und ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat dieses Projekt gefallen, Mermaid Swamp. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Teilen Sie es mit Ihren Freundinnen und Freunden, damit deren Langeweile verfliegen kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei der nächsten Ausgabe von einem neuen Projekt. Je nachdem, was Sie sich von mir als nächstes anschauen, ob ein neues oder altes Projekt. Ich freue mich drauf auf die Views und ich hoffe, dass ich Sie weiterhin unterhalten kann. Und bis dahin kann ich nur sagen, ihr 93 Joe, I love to entertain you. Tschüss and goodbye.